Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Ja, wir befinden uns immer noch im Ashbury-Sanatorium und haben in der letzten Folge diesen Medizinschrank hier geplündert. Und können jetzt mit den Medikamenten, beziehungsweise mit dem... Wo ist es denn? Natürlich wieder mal ganz hinten. Mit dem Amobarbital und der Spritze den Heizer. Ich habe etwas davon verschüttet, aber jetzt ist die Spritze voller Amobarbital. Einschläfern? Also nicht zu Tode einschläfern, sondern nur, dass er schläft. Und dann können wir durch den Heizkesselraum in James' Zelle oder zu James, hoffentlich. Obwohl, nee, der James war ja nicht mehr da, ne? Genau, der ist ja ausgebrochen. Irgendwie zeitgleich mit Robert. Ja, wir müssen jetzt das Zeug in das Bier schütten. Ich gebe ihm eine volle Dosis, damit es schnell wirkt. Ja, aber hoffentlich nicht zu viel, weil sonst bringen die ihn um. Und das wollen wir ja nicht, oder? Jetzt muss er es nur noch trinken. Ja? Macht er das denn auch? Oder müssen wir erst noch den Regler erhöhen? Haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, weil zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier liegt ein wenig Zeit. Und deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Ah, jetzt geht's. Es müsste möglich sein, den Sensor des Thermostaten mit kaltem Wasser durcheinander zu bringen. Genau. Dann würde die Temperatur im Gebäude spürbar angehoben werden. Ja, jetzt müssen wir nur warten, oder? Hoffentlich hätte er sich auch das richtige Bier genommen, weil wir hatten ja nur eine Spritze und da standen ja 4 Flaschen. Also 3 stehen da immer noch und ja, hoffentlich war das die richtige. Ich muss eine Weile warten, bis das Beruhigungsmittel wirkt. Okay, das bedeutet, wir gehen mal wieder auf den Friedhof, wo wir ja eigentlich nicht rumlaufen sollen laut dem Heizer, weil es hier angeblich spukt. Aber ich kann hier nichts finden. Außer das Grab. Das Gitter lässt sich nicht öffnen. Nö, wieso auch? Also, das haben wir uns ja schon angeschaut. Im letzten Part, meine ich. Oder in dem Part davor. Ich kann es gar nicht mehr sagen. So, hat das schon gereicht? Ich darf nicht zu viel Lärm machen, sonst wecke ich ihn. Okay, er schnarcht hier vor sich hin. Das Amobarbital im Bier hat gewirkt. Ja, sehr gut sogar. Er schläft wie ein Baby. Ja, irgendwie knuffig. Können wir hier an die Schränke? Er ist nicht abgeschlossen, aber ich kann ihn nicht öffnen, solange der Heizer dagegen lehnt. Ich will ihn nicht wecken. Ich glaube, wir haben ihm so viel Zeug gegeben, davon kann er gar nicht aufwachen. Aber Samuel will es nicht tun. Naja, dann gehen wir mal in den hinteren Teil. Und was haben wir denn hier? Einen Tisch? Eine alte Öllampe und eine leere Flasche billiger Whisky. Nichts Nützliches. Okay, Whisky ist für Samuel nichts Nützliches, aber ich kann ihn auch verstehen. Was ist das? Ein Poster? Ich kann leider nicht lesen, was darauf steht. Und hier haben wir noch Schränke. Die wir uns aber auch nicht anschauen können. Dann haben wir ja auch irgend so ein, ja, noch ein Poster mit einem Schwein drauf. Keine Ahnung, vielleicht war der Heizer ja mal Schlachter oder so. Oh, eine Pinnwand. Len Foley's 1918. Aha. Viele alte Zettel, Poster und Zeitungsausschnitte. Okay, und mal wieder Fries Chocolate. Das haben wir auch schon im Pop gesehen. Und was ist das? Royal
Edisvex. Aha. The King of Lambs. Mhm. Ja, können wir hier irgendwas mitnehmen? Dienstplan. Der Dienstplan von diesem rußgeschwärzten Rüpel. Im Moment hat er dienstfrei. Mhm. Oh, Stecknadeln. Okay, wir haben jetzt eine Stecknadel eingesteckt und hier ist noch ein Schlüssel. Welche Tür er wohl öffnet, den stecke ich ein. Er wird sich bestimmt als nützlich erweisen. Hoffentlich. Okay, was haben wir denn noch? Eine Sprechanlage. Im Gebäude ist eine Sprechanlage installiert. Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der kleine Kevin möchte aus dem Spielzeugparadies abgeholt werden. Oder so ähnlich. Belüftung. Die einzige Frischluftquelle hier. Okay, also eine Sprechanlage. Hm. Schlüssel. Was haben wir hier? Eine Tür, die irgendwo hinführt. Wahrscheinlich in den Flur des Sanatoriums. Ich sehe kein Schloss. Mhm. Ja, die macht man wahrscheinlich damit auf. Ja, mit dieser Tastatur. Öffnung. Hier fehlt etwas. Ah, der Schlüssel wahrscheinlich. Oder? Und jetzt? Ach, auf der Pinnwand stand ja... 1918 stand da ja. Das ist es. Ja, das war richtig. Die Zahl war so auffällig, das musste ja nur die sein. Schnell wieder weg, Samuel. Das war knapp. Beinahe hätte er mich gesehen. Ich muss ihn irgendwie aus dieser Halle locken. Es gibt keinen anderen Weg zu James' Zelle. Ja. Stromkasten. Der Hauptverteilerkasten. Den fasse ich lieber nicht an. Okay. Ja, wir schauen uns natürlich noch weiter hier um. Kessel. In dem Raum ist eine kräftige Hitze. Ja, kein Wunder. So, ist hier irgendwas? Kohle. Ein großer Kohlehaufen. Dieses Gebäude verbraucht sehr viel Wärme. Ja. Schwarze Kohlen. Sonst nichts. Sicher, magischer Rechtsklick. Zwischen den Kohlen guckt etwas hervor. Mhm. Körper einer Puppe. Aha. Ja, anstatt dass er was sagt, hat er jetzt einen Faden daraus rausgezogen. Ein kräftiger Faden. Okay, Körper einer Puppe. Sagt er jetzt was dazu? Eine verdreckte Stoffpuppe. Wer schmeißt eine verdreckte Stoffpuppe oder beziehungsweise nur den Körper einfach so in die Kohlen? Und er macht komische Geräusche. Ach nee, was mache ich denn? Da müssen wir doch gar nicht hin. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal zur Schwester zurück. Vielleicht weiß sie ja was Neues. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Oh, wir können über den Dienstplan reden. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Können Sie mir vielleicht den Dienstplan von allen Mitarbeitern geben? Eigentlich nicht. Er darf nur Mitarbeitern des Sanatoriums zugänglich gemacht werden. Da Sie aber mit Dr. Gordon verwandt sind, kann ich eine Ausnahme machen, denke ich. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Einen Moment. Hier haben Sie ihn. Danke. Ich bringe ihn wieder, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das ist nicht nötig. Die Woche ist fast schon um. Ich muss sowieso einen neuen schreiben. Das war alles. Danke. Okay, wir haben den alten Dienstplan. Ein kompletter Dienstplan dieser Woche für das Ashbury-Sanatorium. Ah, ich weiß schon, wofür wir den brauchen.
Wir müssen das nämlich dann auf die Sprechanlage anwenden und wahrscheinlich dann den Arzt dort aufrufen. Oder halt zur Schwester rufen oder irgendwie so. Wir könnten auch schon mal den Faden mit der Nadel. Die Nadel erfüllt den Zweck fast so gut wie eine Nähnadel. Kombinieren, wollte ich sagen. Und dann haben wir schon mal Nadel und Faden. Weil wir müssen den Puppenkopf noch finden und das dann zusammennähen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich gespoilert. Es tut mir leid. Aber das kann man sich auch so schon denken. Also. Wir gehen jetzt mal wieder in den Heizkesselraum. Und rufen mal mit Hilfe des Dienstplans diesen Arzt auf. Dr. Smith, kommen Sie bitte in die Halle. Was kann man nur um diese Zeit von mir wollen? Verdammt, ich muss wohl hingehen. Naja, beeilen tut er sich aber nicht gerade. So, dann können wir jetzt wieder in den Flur. Wo der Arzt saß, können wir hier irgendwas mitnehmen? Okay. Ja. Jetzt hat er keine Nase mehr. Gruselig. Schau mal in den Mülleimer, Samuel. Leer. Okay, Lea, hier können wir leider nichts mitnehmen. Dann geh mal weiter nach hinten durch. Wer ist da? Wer ist da? Ich muss etwas sagen, bevor er mich verrät. Okay, ja, dann mach das mal. Ich heiße Samuel. Ich heiße Ralph. Wir können nicht zu lange reden, okay, Ralph? Ich kenne auch einen Samuel, aber nicht sehr gut. Warum können wir nicht reden, Samuel? Tja, wir können, aber wir müssen leise sprechen. Oder noch besser flüstern. In Ordnung, leise sprechen, Samuel. Ich muss etwas wissen. Willst du mir helfen? Die Schwester sagt, ich bin brav. Aber jetzt bin ich ganz traurig. Ich werde dir helfen, wenn ich nicht traurig bin, okay? Und warum bist du traurig? Naja, wegen Mr. Bubby. Wer ist Mr. Bubby? Hat er dir etwas angetan? Nein. Mr. Bubby ist ganz lieb. Er ist mein Freund. Aber jetzt ist er weg und ich weiß nicht wo. Vielleicht habe ich ihn irgendwie geärgert. Und wie sieht er aus, dieser Mr. Bubby? Vielleicht kann ich ihn wieder einfangen. Er ist kein Tier. Er ist ganz schlau und er redet mit mir. Und wie sieht er aus? Er ist nicht groß wie wir. Er ist klein. Aber er sieht sehr gut aus. Oh, okay. Wenn ich ihn für dich finde, hilfst du mir? Ja. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Du suchst nach ihm. Ja, Samuel? Keine Sorge, ich finde ihn. Wahrscheinlich ist es ein Spielzeug. Wo könnte er ihn verloren haben? Tja. Eine Hälfte von ihm haben wir ja schon gefunden, und zwar den Körper. Jetzt fehlt noch der Kopf. Schau mal hier nach. Tabletts und schmutzige Becher. Nichts, was mich interessieren würde. Okay, ja, wird mich auch nicht interessieren. Können wir hier in die anderen Zellen? Nein. Ja, wir können nur zurück in den vorderen Teil, aber da kommen wir nur dorthin, wo der Arzt gerade gesessen hat. Aber das bringt uns auch nichts. Springbrunnen? Immer diese Springbrunnen hier im Spiel. Er führt kein Wasser.
Okay, kein Wasser. Was haben wir hier? Ein Zaun vor dem Fenster. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Warum auch? Der Zaun ist sehr stark. Okay, Rechtsklick. Nee, macht er nicht. Wir können das Licht an- und ausmachen. Ja. Was bringt das jetzt? Lassen wir es mal aus. Ich meine, es kommt ja noch genug Licht von draußen rein. Hier haben wir noch einen Mülleimer. Nur Müll. Wirklich? Ich sehe nichts als Müll. Wirklich? Ich sehe nichts als Müll. Hä? Ich habe keine Verwendung für Müll. Okay. Dann doch nicht. Dann mach mal das Licht wieder an. Vielleicht kannst du dann mehr sehen. Und jetzt nochmal? Moment. Da ist etwas. Aha. Ja, steck uns dein Hintern entgegen. Ein Puppenkopf. Haha, siehst du, da war doch was. Ja, dann kombinieren wir das mal mit dem Körper. Und nähen das Ganze mal wieder zusammen. Ralphs Mr. Bubby ist jetzt heil. Ich frag mich ja, wer ihm Mr. Bubby weggenommen hat und wer den Kopf abgerissen hat. Und derjenige hat dann den Körper dann einfach so in die Kohlen geschmissen und den Kopf hier in den Mülleimer. Und ich frag mich, warum? Wahrscheinlich damit Ralph den Mund hält? Ralph, kannst du mich hören? Ja, Samuel. Ich kann dich hören, aber ich bin immer noch ganz traurig. Armer Mr. Bubby. Es hat keinen Sinn. Er will nicht mit mir reden. Okay, ich dachte, er macht das jetzt als Gesprächsoption, aber wir müssen ihm dann doch so die Puppe geben. Ralph, Mr. Bubby geht's wieder gut. Hier hast du ihn. Oh, das ist schön. Ich bin so froh, dass er wieder bei mir ist. Mr. Bubby sagt, er ist auch glücklich. Danke, Samuel. Du bist ganz lieb zu uns. Ich muss jetzt mit Mr. Bubby reden. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Moment, Ralph. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich Mr. Bubby für dich finde. Aber jetzt will ich mit Mr. Bubby allein sein. Ah, toll. Wir nehmen positiv. Ralph, Mr. Bubby ist traurig, dass du mir nicht helfen willst. Frag ihn. Ja, Mr. Bubby sagt, dass wir dir auch helfen. Ich und Mr. Bubby. Ralph, kennst du jemanden namens James? James ist auch mein Freund. Er und Mr. Bubby. Ich muss wissen, in welchem Zimmer er wohnt. Er wohnt nebenan, gleich die nächste Tür. Aber James ist jetzt nicht da. Ich weiß. Hast du gesehen, wo man den Schlüssel zu seiner Tür aufbewahrt? Ist er irgendwo in der Nähe? Vielleicht in einem Schrank? Nein, ist er nicht. Dr. Smith bewacht uns und er hat alle Schlüssel. Weißt du das mit Sicherheit? Ja, wenn wir in den Flur wollen, öffnet er die Tür für uns alle. Aber ich glaube nicht, dass er dir den Schlüssel leiht. Er ist sehr streng. Oh, macht nichts. Mist, Smith kommt zurück. Wir sollten uns nicht länger unterhalten. Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, Samuel. Also hat der Arzt die Schlüssel. Wie komme ich daran? Gute Frage. Wie kommen wir jetzt daran? Wir müssen den Arzt irgendwie hier hinlocken. Das ist so eine Stelle, wenn man das Spiel jetzt blind spielen würde, dann wird man wahrscheinlich erstmal stundenlang hier rumrennen und nicht wissen, was man machen soll. Nein, wir müssen... Moment, wo war es? Die Spieluhr, beziehungsweise den Schmuckkasten, hinter den Zaun stellen. Was irgendwie noch nicht geht. Okay. Warte mal, wie war das noch? Wir müssen...
Ich glaube, wir müssen das Kabel abziehen. Ich würde etwas versuchen, aber im Moment führt dieses Kabel Strom. Okay, dann mach den Strom doch aus. Und jetzt? Ah, okay, dann nimm mal das Kabel. Und binde es mal an den Zaun. Ich habe eine Idee. Ich muss nur den Schalter betätigen. Genau. Niemand wird es merken. Ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Okay, ja, jetzt kommt die Spieluhr zum Einsatz. Ich muss mich verstecken. Hey, was ist da drüben los? Hast du das gesehen, Mr. Bubby? Hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt. Ja, hoffentlich auch nicht getötet, ne? Ich glaube, er wird wieder. Okay, du glaubst es, aber glauben heißt nicht wissen. Die Schlüssel zu allen Zellen. Ja, wir haben jetzt seinen Schlüssel. Und wir kommen jetzt in alle Zellen rein. Dann versuchen wir doch mal das direkt bei dieser Tür. Nämlich bei James' Zelle. Ein furchtbarer Ort. Kein normaler Mensch würde auch nur einen Monat lang hier drin überleben. Ich sollte die Zelle untersuchen, bevor mich jemand entdeckt. Ja, das sollten wir aber erst in der nächsten Aufnahme. Ja, vielen Dank und bis dahin. Ciao.